Was wäre, wenn wir in Jurassic World anstatt den Indominus Rex den Spinosaurus gehabt hätten? Eine sehr interessante Frage, die ihr mir erneut gestellt habt, und ich dachte mir, komm, ich beschäftige mich mal genau mit dieser Thematik, denn dieses Szenario ist sowohl sehr gut hervorhebbar, also das kann man wirklich so erzählen, ihr werdet gleich erfahren warum, und auch sehr interessant, wenn wir uns mal genau vor Augen führen würden, was denn wirklich jetzt großartig anders wäre, wenn wir anstatt dem Indominus Rex, dem Alpha-Hybriden, wirklich den Spinosaurus gehabt hätten, quasi den Dinosaurier, der mehr oder weniger die Vorstufe der Hybriden gewesen ist, weil er ja eben das allererste oder eines der ersten Testobjekte aus dem Amalgam Testing war. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Video. Viel Spaß! Machen wir es doch recht kurz. Wie kann es sein, dass in diesem Szenario, in diesem Jurassic-Universum, der Spinosaurus die Rolle des Indominus Rex übernimmt? Und hier ist es wirklich ganz einfach, das herbeizuführen, wenn wir uns überlegen, dass Dr. Henry Wu im offiziellen Filmkanon zwischen Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3 das Amalgam-Testing fortgesetzt hat. Und zwar auf der Isla Sorna mit den noch restlichen Überbleibseln der funktionierenden Computer- und Labortechnologien, die eben vom Hurricane Clarissa mehr oder weniger verschont gewesen sind. Und genau hier setzen wir jetzt die Chaos-Theorie ein. Was wäre denn passiert, wenn der Hurricane Clarissa die kompletten Anlagen von Anlage B zerstört hat? Quasi so wie John Hammond es eigentlich auch in The Lost World gesagt hat. Was wäre denn, wenn Dr. Henry Wu überhaupt nicht mehr in der Lage gewesen wäre, in The Lost World Jurassic Park das Amalgam-Testing durchzuführen? In diesem Fall wäre zum Zeitpunkt, als Jurassic World eröffnet worden wäre oder als er gebaut worden wäre, der Jurassic World Park, zu diesem Zeitpunkt wäre das Amalgam-Testing also auf dem Stand, auf welchem es im Originalkanon zwischen Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3 gewesen ist, ja. Denn die Grundforschung, weshalb dann später der Indominus Rex entstehen konnte oder vorher noch der Scorpius Rex, die basiert auf dem Amalgam-Testing. Und da kamen ursprünglich folgende Tiere bei raus. Unter anderem der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 und eben die Velociraptoren aus Jurassic Park 3. Dr. Henry Wu konnte also in diesem Szenario das Amalgam-Testing nicht rechtzeitig durchführen und musste sich deswegen, naja, so lange gedulden, bis eben ein Simon Maserani die Ingen Corporation übernommen hätte, um den Jurassic World Park aufzubauen. In diesem Fall hätte ein Dr. Henry Wu auch erst jetzt wirklich die Möglichkeiten gehabt, die Forschung an dem Amalgam-Testing zu beginnen. Das heißt, im Jurassic World Park würden noch keine Hybriden wirklich denkbar sein, denn die Forschung müsste erst einmal begonnen werden und wir hätten anstatt dem Indominus Rex jetzt hier den neuen Alpha Predator, das Tier, das trotz allem geheim gehalten werden musste, um die Zuschauer wirklich anzulocken, denn auch die wollen in dem Szenario hier mehr Zähne sehen, größere Predatoren. Jetzt kommt hier der Spinosaurus ins Spiel, er ist der neue Alpha Predator und das Maskottchen des Jurassic World Parks. Und tatsächlich haben wir jetzt auch hier schon unsere Geschichte, die wir weiterentwickeln können, wie der Spinosaurus hier aus dem Gehege ausgebrochen wäre. Im Original Jurassic World Film ist es ja so gewesen, dass der Indominus Rex aufgrund seiner Cleverness und aufgrund der extremen Dummheit der Parkmitarbeiter und dann unter anderem auch Owen Grady vorgetäuscht hat, dass er eigentlich über die Mauer geklettert wäre, was er aber gar nicht gemacht hat. Nee, er hat einfach nur gegen die Mauer gekratzt und sich danach getarnt und darauf spekuliert, dass Leute ins Gehege reinkommen und dann beim Versuch rauszurennen, das Tor wieder öffnen, dass er entkommen kann. Im Endeffekt hat er in Indominus Rex wahrscheinlich nur darauf spekuliert, irgendwie Beute oder Opfer ins Gehege reinzubekommen und ist dann eben somit aus dem Gehege verschwunden. Warum hat das hier funktioniert? Naja, weil eigentlich niemand außer Dr. Henry Wu diese Fähigkeit vom Indominus Rex wirklich kannte. Diese Tarnungsfähigkeit, die Fähigkeit, die Temperatur zu senken, das waren Fähigkeiten, die eben nicht mal ein Simon Maserani wirklich kannte. Die hat er erst danach erfahren, nachdem der Indominus Rex ausgebrochen ist. In diesem Szenario jetzt hier haben wir also den Spinosaurus. Und was wissen wir über den Spinosaurus? Naja, zum einen, dass er ungewöhnlich stark ist. Das sehen wir auch in Jurassic Park 3,
dass er es zum einen schafft, dem T-Rex das Genick zu brechen, zum anderen schafft er es allerdings auch, durch dieses Gehege einfach hindurch zu rennen, als wäre es nichts. Zurückzuführen ist diese Stärke auf das Amalgam-Testing und das wird jetzt eben auch hier wieder eingebaut. In diesem Szenario hätte Dr. Henry Wu nun also Simon Maserani und Co. das Geheimnis verschwiegen, dass der Spinosaurus über eine sehr starke Aggressivität und eben eine enorme Stärke verfügt. Der Grund dafür wäre derselbe wie auch in Jurassic World, denn in Jurassic World im offiziellen Film gibt Henry Wu sogar die Schuld Simon Maserani. Er sagt ja sogar selber, dass Simon Maserani das überhaupt nicht interessiert hat. Er wollte ja nur mehr Zähne. Er war nur daran interessiert, eine neue Kreatur zu sehen. Und die bekommt er jetzt eben auch hier in diesem Szenario. Der Spinosaurus schafft es also, aus dem Gehege auszubrechen. Und zwar in einem Zeitraum, als er dann wirklich beginnt, komplett ausgewachsen zu sein und eben seine Stärke zu erforschen. Denn genau wie auch der Indominus Rex ist der Spinosaurus in diesem Szenario hier alleine aufgewachsen. Auch der Spinosaurus hier hat sein Geschwisterchen getötet, aufgrund dessen, dass das Tier eben sehr aggressiv ist. Und nun passiert einfach etwas total Natürliches. Der Spinosaurus möchte herausfinden, auf welcher Ebene der Nahrungskette er nun wirklich steht. Das Tier gerät komplett in Rage, als Owen gerade zusammen mit Claire den neuen Alpha-Predator besucht. Warum ist jetzt Owen hier mit dabei? Das müsste man sich irgendwie auch nochmal überlegen, denn Owen ist ja im Original Jurassic World Film, verbessert mich gerne, wenn das nicht stimmt, aber auch da wird, glaube ich, Owen nur hinzugerufen, weil im Indominus Rex ja die Raptor-Gene drinstecken und Owen eben der Raptor-Experte ist. Wir müssen jetzt hier einfach mal davon ausgehen, dass Owen nicht einfach nur der Raptor-Experte ist, nein, Owen ist hier eben der Dinosaurier-Experte, quasi Dr. Alan Grant in Jung, was er eigentlich ursprünglich sein sollte. Und deswegen wird er zu Rate gerufen, denn der Spinosaurus ist schon öfter aufgefallen, dass er sehr aggressiv versucht, die Scheiben einzuschlagen oder auch gegen die Tür zu rennen. Er guckt systematisch nach, wie er aus diesem Gehege entkommen kann, bis dann eben die Schwachstelle gefunden wird. Das Tor, welches, naja, sich öffnet und wieder schließt, hat im Mittelpunkt eine Schwachstelle, die der Spinosaurus ausnutzen kann und quasi genau wie in Jurassic Park 3 auf einmal in voller Rage durch das Tor hindurchrennt und plötzlich auf der Isla Nubla frei herumläuft. Jetzt haben wir allerdings einen Unterschied zum Jurassic World Film und den müssen wir mit einbauen, denn der Indominus Rex muss erst einmal gesucht werden. Und das ganze Prozedere im Originalfilm verzögert sich deswegen, weil der Indominus Rex sich tarnen kann und auch seine Temperatur regulieren kann. Das heißt, die Leute sind darauf angewiesen, dem Sender zu folgen, der dem Indominus Rex eingepflanzt wurde. Sobald sich das Tier aber diesen Sender herausgerissen hat, finden die Indian-Soldaten den Indominus Rex nicht mehr wirklich, zumindest nicht an dem Ort, wo der Sender ist, weil der wurde ja rausgerissen. Nein, sie werden dann sogar von dem Tier selbst aufgespürt. Also plötzlich wird dann der Jäger zum Gejagten, denn der Indominus Rex kann sich eben tarnen und erschwert dadurch eben auch die Suche nach dem Tier. Das wäre jetzt hier bei einem Spinosaurus natürlich nicht der Fall. Der Spinosaurus wäre natürlich weiterhin ebenso in Rage und anhand seines Verhaltens in Jurassic Park 3 können wir sagen, dass auch eine ähnliche Aggression auf andere Dinosaurier stattgefunden hätte. Der Indominus Rex, der tötet aus Leidenschaft, aus Spaß am Töten. She's killing for sport, sagt ja sogar Owen Grady selber im Film. Und der Spinosaurus macht dasselbe, allerdings tötet er aus reiner Aggression. Das Tier ist total in Rage und beginnt eben dann damit auch durch andere Gehege durchzurennen und die Saurier zum einen zu befreien oder auch anzugreifen und zu töten. Sogar kleinere Fleischfresser wie der Ceratosaurus hinten da seinen Opfern. Das sehen wir ja zum Beispiel auch in Jurassic World Camp Cretaceous, als der Scorpius Rex zum allerersten Mal dann wirklich in Rage gerät und einfach alles tötet, was ihm und seiner Kraft irgendwie unterliegt. Und dabei sind auch zum Beispiel kleinere Fleischfresser. Die Indian-Soldaten könnten allerdings letztendlich den Spinosaurus ausmachen und würden das Tier dann auch stellen, würden genau wie auch im Film Jurassic World mit Betäubungsmunition auf das Tier losgehen, mit Elektroschocks und ähnlichem. Und auch das würde hier nicht funktionieren. Es gibt ja die Theorie, dass der Spinosaurus sogar über ein wesentlich dichteres, über einen Hautpanzer verfügt. Das wird irgendwie damit erklärt, dass der Tyrannosaurus Rex dem Spinosaurus hier am Genick packt und die Zähne nicht mal wirklich durch die Haut durchkommen. Wie gesagt, das ist nur eine reine Theorie, die kann man nicht unbedingt bestätigen, aber die bauen wir jetzt einfach mal hier mit ein, denn das Tier ist ja durch das Amalgam-Testing immerhin verändert worden. Und Dr. Henry Wu hat ja in diesem Szenario wesentlich mehr Mittel gehabt als im Zeitraum im Originalkanon zwischen Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3. Das heißt, hier würde es Sinn machen, wenn der Spinosaurus sogar noch ein bisschen mehr modifiziert wäre als im
Original Jurassic Park Film, also als in Jurassic Park 3. Der Spinosaurus würde also ein ähnliches Gemetzel mit den Soldaten anrichten wie im Film Jurassic World, und die gesamten Tode hier würden dann auch wirklich auf das Konto von Simon Masurani gehen, der ja sowas gesagt hat wie, naja, wir gehen nur mit Betäubungspfeilen auf das Tier los, weil das ist ja ein Produkt von mehreren Millionen Dollar, was wir da reingesteckt haben. Und ja, Simon Masurani mag irgendwie sympathisch rüberkommen, aber im Endeffekt ist er doch irgendwie ein Trottel, der dann mehr Produkte in den Tieren sieht und auch mehr das Geld sieht und das Leben eher weniger zu schätzen weiß. Ich meine, ihr könnt mir gerne was anderes in die Kommentare schreiben, aber wie wollt ihr mir jetzt erklären, dass Simon Masurani auch im Original Jurassic World Film so gehandelt hat? Ich meine, allein, dass er schon mal nicht wusste, welche Fähigkeiten sein Hybrid im Originalfilm hat. Das kann man ihm wirklich nur ankreiden, und hier wäre es jetzt ja genauso. Simon Masurani würde eben nicht wissen, was hier los ist, und ein Owen Grady müsste es herausfinden und einen Henry Wu zur Rede stellen. Owen Grady würde deswegen also erfahren, dass der Spinosaurus modifiziert wurde und dass das Experiment allerdings schiefgelaufen ist, genauso wie auch im Originalkanon. Da gilt der Spinosaurus ja auch als offizieller Fehlschlag. Henry Wu wollte das aber nicht zugeben, denn da war sein Ego einfach zu groß. Deswegen sollte das Tier im Jurassic World Park weiter behandelt werden, um diese Aggression unter Kontrolle zu bekommen. Das hat aber nun mal nicht funktioniert, wie wir jetzt sehen, und der Spinosaurus ist komplett in Rage. Die ersten Soldatengruppen wurden bereits umgebracht und das Tier rennt nun weiter. Der Indominus Rex in Jurassic World ist mehr darauf aus, auch herauszufinden, wie hoch er auf der Leiter der Evolution steht. Ja, deswegen tötet er ja auch sehr viele andere Tiere. Der Spinosaurus allerdings ist ja derart in Rage, dass das Tier einfach geradewegs losrennt und mitten in den Vogelkäfig reinrauscht. Das Ganze würde jetzt hier noch passieren, lange bevor die Söldnersoldaten gerufen werden und überhaupt auf das Tier losgehen könnten. Der Indominus Rex, der kam ja nicht direkt zum Vogelgehege, also da ging ja noch ein bisschen Zeit verloren dann dazwischen. Das sehen wir auch in Jurassic World Camp Cretaceous, weil der Indominus Rex da auch zum Teil auf die Jagd gegangen ist und dann eben, naja, versucht hat immer noch seine Fähigkeiten auch unter Beweis zu stellen. Wir sehen zum Beispiel auch in Jurassic World Camp Cretaceous, wie der Indominus Rex die Tarnungsfähigkeit hier öfter benutzt als im Originalfilm, und der Spinosaurus würde das eben nicht machen. Der wäre ja einfach nur aggressiv und möchte diese Aggression eben rauslassen und würde deswegen eben geradewegs in den Vogelkäfig reinrennen. Auch hier könnte man jetzt anmerken, ja, aber ist der Indominus Rex nicht einfach nur in den Vogelkäfig reingerannt, weil die Söldner ihn gejagt haben? Das ist vollkommen richtig. In der Hinsicht, ja, ist das eben so passiert. Der Spinosaurus möchte allerdings den Kampf suchen. Und das nächste Gehege, das er eben findet, ist das der verschiedenen Flugsaurier, in welches er reinrennt, um die Tiere ganz gezielt anzugreifen. Hier bekommen wir jetzt also einen richtigen Kampf zwischen den verschiedenen Tyrannosauriern und eben dem Spinosaurus. Und auch hier geraten die Tiere wieder in Panik und fliegen aus dem Gehege raus. Die Söldner treffen erst jetzt auf der Insel ein. Das ist allerdings viel zu spät, denn das heißt, sie kommen nicht mal mehr durch bis zum Spinosaurus, denn die Tyrannosaurier greifen die Helikopter weit vorher an, quasi noch am Rande der Isla Nublar, und bewegen sich dann eben auch zum Teil ins Zentrum des Jurassic World Parks. Es bricht selbstverständlich, genau wie auch im Originalfilm, eine Herge Panik aus, und auch Zack und Gray befinden sich ja weiterhin im Jurassic World Park, eben auch in dieser Bahn. Sie treffen allerdings nie auf den Indominus Rex oder auf den Spinosaurus hier in dem Szenario, weil der sich ja direkt vom Ausbruchsgehege auf in voller Rage zum Vogelkäfig bewegt. Das heißt, Zack und Gray haben hier gar nicht mal so die gewaltige Geschichte. Allerdings würden die beiden tierisch in Gefahr geraten, da sie ja aus dem Nichts heraus ebenfalls mitten im Park von den Tyrannosauriern angegriffen worden wären. Das heißt, auch hier könnte man sagen, wenn alles sehr blöd gelaufen wäre, könnte das hier wirklich auch den Tod der beiden Kinder bedeuten. Denn wir haben ja gesehen, was passieren kann, wenn du diese Tiere unterschätzt oder eben nicht kommen siehst, anhand von Sarah, die ja von einem Flugsaurier gepackt wurde und eben ins Mosasaurus-Gehege geschleudert wurde. Im gesamten Park ist also das Chaos los und der Spinosaurus, naja, nimmt auch die Geräusche wahr. Er weiß ganz genau, wo er als nächstes hinrennen muss, um diese pure Aggression aus seinem Körper herauszulassen. Er begibt sich in den Mittelpunkt der Insel, mitten in den Jurassic World Park, mitten auf die Besuchermeile, wo auch das Besucherzentrum steht, und die Panik beginnt. Wir haben Menschenmassen, die versuchen, vor den Dinosauriern wegzurennen. Wir haben am Himmel Helikopter, die abstürzen, weil die Tyrannosaurier sie angreifen, und wir haben auch noch ein paar Soldaten von Ingen am Boden, die versuchen, das Tier irgendwie zu bändigen. Und jetzt kommt Owen Grady erneut ins Spiel, denn auch hier müssen die Velociraptoren nun eingreifen, allerdings nicht einfach nur, um den Spinosaurus aufzuspüren, denn der ist ja
ja ganz klar, naja, wahrnehmbar, wo sich das Tier aktuell befindet. Nein, Owen Grady muss jetzt handeln, lässt die Velociraptoren frei und versucht mit ihnen zusammen, den Spinosaurus niederzustrecken. Denn anders wird das hier nicht funktionieren. Übrigens wäre in dem Szenario hier auch ein Simon Maserani erst einmal nicht gestorben, weil, naja, er wäre eben nicht in den Helikopter eingestiegen, weil die Tyrannosaurier ja wesentlich früher ausgebrochen wären und dann noch im Helikopter loszufliegen wäre ein bisschen dämlich gewesen. Deswegen wäre das jetzt hier in dem Szenario eben nicht passiert. Die Velociraptoren gehen also auf den Spinosaurus los und jetzt hätten wir ja die Deleted Scene aus dem Original Jurassic Park 3 Skript wieder, in welchem Dr. Alan Grant hätte mit der Resonanzkammer ursprünglich die Velociraptoren auf den Spinosaurus hetzen sollen. Das hätten wir jetzt quasi hier übernommen. Würde irgendwie auch zu Jurassic World passen, denn Jurassic World hat so ein paar Dinge übernommen, die aus den Filmen rausgeschnitten wurden später oder aus den vorherigen Filmen rausgeschnitten wurde, was mich ja immer sehr freut. Also wäre das Szenario auch wirklich Jurassic World typisch gewesen. Die Velociraptoren hätten allerdings keine Chance gegen die Aggression des Spinosaurus. Und in diesem Fall hier würden auch wirklich sämtliche Velociraptoren sterben, denn das Tier wäre einfach zu aggressiv, der Spinosaurus wäre einfach zu mächtig, selbst für dieses Raptoren-Squad. Und ein Owen Grady, der weiterhin mit dem Gewehr versucht, die dicke Panzerung des Spinosaurus zu durchdringen, würde auch hierbei an seine Grenzen kommen und Claire würde das natürlich mitbekommen. Sie würde mitbekommen, dass Owen in Gefahr ist und würde hier natürlich ebenfalls auf den Gedanken kommen, wir müssen den Tyrannosaurus Rex befreien. Das ist unsere einzige Chance, das nächstgrößere Tier, das nun den Spinosaurus besiegen könnte, wäre der Tyrannosaurus Rex. Und genau das passiert hier auch. Und jetzt hätten wir eigentlich unser Rebattle, das wir uns doch so lange gewünscht haben, dass sogar Jurassic World Dominion uns damals nicht geschenkt hat. Jetzt hätten wir hier unser Rematch Tyrannosaurus Rex gegen Spinosaurus und der Kampf wäre natürlich unfassbar hart. Allerdings hat der Tyrannosaurus mitunter das mächtigste Gebiss aller an Land lebenden Fleischfresser, die jemals, naja, an Land gelebt haben. Mit einem Gewicht von, ich meine, es waren mehrere Tonnen gewesen, ich werde es hier gerade mal einblenden. Dieses Gewicht, das der Tyrannosaurus Rex in seinem Kiefer aufbringen könnte, wäre jetzt genau die Kraft, die es braucht, um diesen Hautpanzer des Spinosaurus zu durchdringen. Der Tyrannosaurus Rex schafft es also, den Spinosaurus schwer zu verletzen. Allerdings ist der Spinosaurus trotz allem immer noch wesentlich stärker, kräftiger und auch größer als der T-Rex. Der T-Rex geht also zu Boden. Owen merkt aber plötzlich, dass bestimmte Hautschuppen am Hals des Spinosaurus fehlen, die vom Tyrannosaurus Rex abgebissen wurden. Owen schnappt sich also sein Gewehr, schießt dem Spinosaurus durch den Hals hindurch, das Tier gerät ins Wanken, der Tyrannosaurus Rex steht erneut auf, packt den Spinosaurus wieder am Hals und bricht ihm das Genick. Das hier wäre also das schnelle Ende des Spinosaurus gewesen und ja, tatsächlich, ich habe hier einige Story-Elemente weggelassen, die im Original Jurassic World Film passiert sind, aber ich meine, das wäre so eine eher wahrscheinliche Geschichte, denn sehr viel in Jurassic World baut eben darauf auf, dass der Indominus Rex nicht auffindbar ist, dass die eben nicht wissen, wo der ist. Das wäre ja beim Spinosaurus eben nicht der Fall. Deswegen hätten wir jetzt hier das Ende, dass hier auch nicht Blue und T-Rexy geteamupt hätten, sondern eben, dass Rexy und Owen mehr oder weniger geteamupt hätten. Und damit wir jetzt hier nicht wieder diesen Disney-Moment haben, in dem Rexy Owen anguckt und dann wir sehen, wie süß Rexy eigentlich ist und die dann wegläuft, würde das Ganze hier anders ablaufen. Der T-Rex würde nämlich zum einen damit beginnen, laut zu brüllen, um quasi auch alle Menschen, die bereits panisch rumrennen würden, von seiner Beute zu verscheuchen. Denn der Spinosaurus ist nun die Beute des Tyrannosaurus Rex und Rexy möchte diese Beute natürlich nicht mit anderen teilen. Das heißt, ein Owen Grady, der natürlich davon weiß, dass Rexy nur auf Bewegungen reagiert, macht genau das, was Dr. Alan Grant gemacht hätte. Er bewegt sich nicht mehr. Und hier hätten wir einen relativ spannenden Moment, in dem Rexy immer näher an Owen rankommt und ihn auch eigentlich riechen und wahrnehmen müsste. Aber mal ganz ehrlich, das wurde in Jurassic Park 1 auch nicht wirklich thematisiert. Da hat es ja auch geregnet, gut. Aber auch in diesem Szenario hier würde Rexy dann von Owen ablassen. Sogar wenn Rexy Owen riechen würde, würde sie ihn trotz allem nicht sehen und der Geruch des toten Spinosaurus wäre natürlich wesentlich verlockender für Rexy. Das heißt, das Tier würde damit beginnen, den Spinosaurus zu fressen und Owen würde sich ganz langsam davonschleichen. Letztendlich wären alle gemeinsam dann von der Insel gekommen und
es gäbe mehr oder weniger ein Happy End. Ich meine, in dem Szenario jetzt hier wäre wahrscheinlich ein Vic Hoskins auch irgendwie gestorben. Den habe ich jetzt auch nicht wirklich thematisiert, aber was hätte ein Vic Hoskins denn jetzt in diesem Film für eine Rolle gespielt? Auch er wäre natürlich dabei gewesen, wenn die Velociraptoren den Spinosaurus gejagt hätten und auch er hätte möglicherweise DNS gestohlen mit Dr. Henry Wu zusammen und wäre von der Insel geflohen. Das hätte man irgendwie noch so drehen können. Allerdings glaube ich, bei so einem Szenario wäre ein Vic Hoskins entweder von einer Rexy gefressen worden, vom Spinosaurus selber oder von einem Velociraptor. Das könnt ihr euch gerne aussuchen, wie das Ganze mit Vic Hoskins ausgegangen wäre. Ich würde einfach sagen, wir lassen ja auch mal Zack und Gray am Leben, die es auch geschafft hätten, sich vor den Tyrannosauriern zu verstecken, denn so schlau sind die beiden dann irgendwie doch. Im Endeffekt dürften sie in diesen Gyrosphären auch nicht wirklich von den Tyrannosauriern in Gefahr geraten. Ich meine, die Tiere könnten natürlich auch die Gyrosphäre rumschleudern, hin und her schießen, aber es dürfte keine wirkliche Gefahr für die beiden darin entstanden sein. Wenn sie schlau gewesen wären, wären sie eben einfach auch da drin geblieben und dann letztendlich irgendwie auch auf die Besuchermeile gekommen und dann zusammen mit Owen und Claire verschwunden. Ganz zum Schluss hätten wir dann eben das Szenario, wie auch in Jurassic World, Rexy würde auf das Podest kommen und eben einmal über den Park brüllen und damit suggerieren, ja, die Königin ist zurück, Rexy ist wieder am Start und der Film wäre dann hiermit vorbei. Jetzt spulen wir gerade nochmal kurz zurück und geben uns mal die andere Variante dieses Szenarios, quasi die etwas düstere Variante. Was wäre denn aber gewesen, wenn der Spinosaurus den T-Rex zuerst hätte zum Greifen bekommen? In diesem Fall hätte der Spinosaurus definitiv erneut dem T-Rex auch das Genick gebrochen. Der T-Rex wäre gestorben. Rexy hätte es vorher nicht mehr geschafft, den Spinosaurus zu verwunden, sodass Owen den Spinosaurus eben, naja, verletzen kann oder eben sogar töten kann. In diesem Fall wäre das dann natürlich auch der Tod von Owen selber gewesen, der einem in Rage geratenen Spinosaurus nur sehr schwer entkommen kann. Das heißt, auch hier wären die Figuren nach und nach wieder von der Insel gekommen, allerdings hätte es hierbei eben einen Owen erwischt. Und warum ist es wichtig für mich, das Szenario eben nochmal zurückzuspulen und eben nochmal so ablaufen zu lassen? Naja, zum einen, weil ich ein riesiger Fan vom Spinosaurus bin und genau deswegen auch diese Szene sehr cool finden würde, die wir am Ende von Jurassic World gesehen haben, nur eben mit dem Spinosaurus on top. Es hätte nicht dieselbe Wirkung gehabt, ich weiß das auch selber, aber trotz allem, naja, das sind jetzt so die beiden Varianten, die wir hier haben. Ihr nehmt das einfach so, als wäre die Szene, in der Rexy den Spinosaurus tötet, die offizielle Variante wäre und die Szene, in der, oder die Variante, in der der Spinosaurus Rexy erneut tötet, oder den T-Rex erneut tötet und in diesem Fall eben Rexy, dass das eben einfach die alternative Variante des Endes wäre. Jetzt bist du immer du gefragt, sag mir deine Meinung zu diesem Was wäre wenn. Schreib es mir gerne in die Kommentare unten rein, sag mir mal, welche Stellschrauben du noch verändert hättest und wie du generell dieses Was wäre wenn möglicherweise zu Ende geführt hättest. Ich freue mich drauf, eure Kommentare zu lesen. In diesem Sinne bin ich raus heute mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.